Ja, hallo ihr Lieben. Neuer Tag, neues Kochen. Ja, ich bin gerade von einer schönen Motorradtour zurück und jetzt habe ich nicht so viel Lust, was Längeres zu kochen. Und ich habe ja von den letzten Speisen, die ich mir zubereitet habe, noch unheimlich viele Leftovers, Reste, ja. Und die werde ich mir jetzt aufwärmen. Gibt es noch ein paar Würstchen dazu, frisch, ich leg mal los. Ja, heute nicht so viel Quatsch. Und dann einfach mal loslegen, jawohl. So, Kamera einstellen hier auf Onkel Herd und Brettchen hier, da, alles klar. Ich hole die Sachen raus. Bis gleich. So, was haben wir hier? Ganz bisschen noch Zwiebeln und Fenchel und Chicorée in der Pfanne gedünstet. Was hier? Na, das ist der Rest von gestern. Auch gut. Prima. Und alle noch. Da ist doch noch mehr, ist da dann noch. Guck mal hier. So, jetzt habe ich hier noch Fenchel, ich habe noch einen Chicorée, eine Möhre. Das kommt jetzt alles zusammen schnell in einen Topf, in eine Schüssel und dann ist es dann Rohkost. Und den Rest esse ich warm und dann gibt es noch hier 5 Würstchen dazu. So, die Würstchen. Das esse ich roh. Esse ich das roh? Und dann mache ich das auch heiß. Ich mache das heiß. Jo. Ja, genau. Wie es sein muss. Hier. 2 Pfannen. Geht jetzt ganz schnell alles. Ich habe nämlich Hunger. So. Aber auch wie gestern und vorgestern. Muss ich das kurz eben alles abwaschen. Ja, so. I'm back. Das kommt hier hin. So lange. Und dann kommt hier eine Flamme drauf. Oh, der schiebt mich richtig auf. Warum? Yes. That's better.
zweierlei. Und das werde ich jetzt optisch noch trennen. Ja. Das wird noch getrennt. Ups. Obi. Obi. Naja. Kennt das ja, ne? Wenn die Möhre nicht so will, wie du willst. Was ist da bloß los? Ach Gottchen. So, halbieren. Und dann ganz schöne, leckere, ganz schmale Streifen ohne Finger. Und das möglichst in die Mitte. Sieht doch gut aus, ne? Ja, 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 das Auge ist mit. Genau. So. Bam. Guck mal, sieht toll aus. Achso, was ist mit dem? So. Bisschen runterdrehen. Und da kommt jetzt Salz drauf. Das heißt, ich habe neulich das hier gekauft. Fromage de chèvre noir. Kann man so auf dem Brot nicht essen. Ist eigentlich ein Brotaufstrich, aber eignet sich nur zum Kochen. Da schmeckt es dann wieder, aber so, boah, nee. So. Das wird lecker. Deckel drauf. Und dann hier legt man das Brot aus dem Weg. Witzig, ne? Wie die Franzosen das hier einpacken. Die haben ja das. Das ist eine Brottüte. Wenn jemand überhaupt eine kriegt, guckt die Hälfte raus. Aber. Kein Ding für den King. So. So. Da kommt jetzt auch eine Flamme runter. Wiu. Zack. Ganz klein bisschen. Huile Tournesol. Sonnenblumenöl. So, und dann einfach so frisch weg die Würstchen rein, bumm. Kommt noch ein Deckel drauf, ist wichtig. Spritz sonst, weißt du? Weißt du, Alter? Alter, schön. So, guck mal, das sieht doch gut aus. Ja, heute habe ich Hunger auf Würstchen. Da kommt auch noch ein bisschen Senf dran, also später. Jetzt nicht. Oh, lecker. Coole Musik da am Radio. Ja. Fertig. Bei einigen Sachen jetzt so, die ich da gekauft habe, die Super U, dass die grenzwertig sind. Muss ich mal gucken, was ich da machen kann. Gefällt mir so nicht. Hier liegt was drunter.
Nee. So. Ja, die legen auch schon los hier. Und die beiden Sachen gebe ich einfach gleich dazu. Ich hole schon mal den Senf raus. Den Teller. Ich hoffe, die können schon mal gedreht werden hier. Ja. Geht. Und hier, was hat hier? Oh, das sieht sehr gut aus. Kann man durchmengen. Ja, so. Guck mal. Chicorée. Fenchel und Möhren in einer Pfanne. Könnte ich praktisch schon direkt so aus der Pfanne essen dann gleich. Natürlich lege ich mir das ordentlich auf den Teller. Ne? Bin ja ein ordentlicher Junge. So. So, ist doch super. Das kommt gleich dazu, damit es auch heiß. Kann das schon mal irgendwie. Wie kann man das schon mal heiß kriegen? Tja, wüsste ich jetzt auch nicht. Ne? Lege ich dann gleich dazu. So, ich freue mich. Ihr seht ganz schnell. Also Reste noch, zacki zacki, alles nochmal hier zusammen. So, ne? Alles gleich erkommt. Ne? Yes. So, wir sind die Würstchen. Sehr gut. Einmal drehen. Oh, köstlich. Aber heiß wird es auch, ne? Bisschen runterdrehen. Was haben wir hier? Das sieht doch spitze aus, oder nicht? Ich würde sagen, dass das spitze aussieht. Testen wir mal die Konsistenz. Ob es schon ein bisschen weich geworden ist. Ich hoffe, das ist gut. Ja, das ist gut. Und hier? Ja, dann kann das dazu zum heiß werden. Ich hätte auch einen Löffel nehmen können, dann wäre es schneller gegangen, aber geht auch so. Runterdrehen, ganz kleine Flamme und dann haben wir das Essen fertig. Guckt ihr da hin? Sieht super aus. Oder nicht? Moment können sie noch. Also so in der Pfanne. Alles sehr heiß. Ist ja klar. In der Pfanne so nachbraten. Ich stelle schon mal aus.
Und dann gibt's jetzt Essen. Ja, so, dann wollen wir mal, ne? Ich hab Hunger. Also. Fenchel. Möhren. Möhren mit Fenchel. So aneinander. Und der Rest Chicorée von vorgestern. Und Chicorée auch noch hier. In kleineren Stücken. So. Ja, sieht jetzt ein bisschen nach Kraut und Rüben aus. Das esse ich gleich. Das macht aber nichts. So, fertig. Ja? Würstchen hier, Bio. Dann hier Fenchel, Chicorée und dann Reste noch dazu mit ein bisschen Möhren und Schafskäse. Lecker. Guten Appetit.